Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade am Sonntagmorgen im LS19 im Multiplayer zusammen mit dem Philipp. Hallo. Moin. Ich bin jetzt tatsächlich im Unimog nochmal hier zum Kühlverkauf raufgefahren, weil tatsächlich der Helfer gesagt hat, du, mein Tank ist leer. Und außerdem, ich konnte mit dem MP3 gerade eh nicht weiter ansehen, weil der Helfer noch zu wenig gekühlt hatte. Das heißt, ich hatte eh gerade Freizeit, deswegen habe ich dann mal mich dazu entschieden, das also zu machen. Und der andere Johnny steht da. Alter, das blaue Licht sieht ja gar nichts. Oh, ja, wir haben herausgefunden, dass der 75 irgendwas Premium den Tiefenlocker nicht ganz schafft. Und jetzt holt er sich den 6R. Schafft er, oder welchen Traktor hängst du jetzt anstatt Jack's Air Force geliefert? Ich würde tatsächlich sagen, mein P-Trap davor hängen, weil das braucht ein bisschen mehr PS. Das reicht easy. An der Zapfwelle hat schon die immer Leistung. Ich sehe es genau, in diesen Folgen kommt jede Menge Hate rein, Alter. Nein. Oh, aber nicht wegen mir. Nein. Jetzt habe ich so viele Autos von mir, Alter. Oh Gott. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel vorne dran hängen. Okay, mit der Hupe kann ich auch nichts anrichten. So. Auch endlich. Nicht mal! Von mir. Drin. Mal ganz kurz gucken, wo steht er denn, der Helfer? Ich sehe ihn auch. Der jetzt ist definitiv besser. Der hat das Licht ausgemacht, wo ist der? Können wir mal ganz kurz die Karte machen. Ah, da vorne ist er. Ich sehe ihn. Der hat das Licht nicht aus. Okay, aber ich habe es nicht gesehen. Jetzt sehe ich es. Es ist einfach schon stockdunkel, Alter. Ey. Wie viel hat er denn jetzt schon? Ange. 20%. Ich setze ihn gleich an dann. Ja. Na, kann ich ihn nie ansehen. Ey, der schaut schon cool aus. Weil da schau ich. Warte, ich mach mal Vergleich. Philipp, was braucht? Selber 180 PS. Das Teil hinten dran 0. Wow. Ja, weil es im Prinzip nur hinterherziehen muss. Das schwebt in der Luft. Alter, das schafft's easy. Soll ich nochmal eine Ladung holen oder du? Ich kann schon machen. Okay. So, jetzt. Wieder mal. So, da ist er. Machen wir jetzt, wird's kalt in der Kabine. Ja. Können wir hier schon ansehen wieder? Ja. Ja, dürfte klappen. So. Ey, man sieht ja gar nichts. Nee. Da waren vielleicht. Da ist vielleicht Holz von meiner. Was war ein Holz? Da war ein bisschen viel Holz. Und, ach so, ja. Ja, man bekommt hier vor dem Helfer vorbei. Ja, dürfte funktionieren. Gerade die anderen Wollstämme. Bisschen auf die Seite gepackt. Wieder ins Gras. Ah, okay. Also die sind da drüben rausgeschossen. Hier drinnen auch mal das Licht einschalten, damit man was sieht hier. Ah ja, stimmt, alle Innenbeleuchtung. Jo. Und Lämpchen. Mein B-Trag habe ich
Einzige, was im Betrag beleuchtet ist, ist der Radio und die Armaturen ansonsten. Beim Unimog. Plus die Armaturen. Alter, da war ein Auto? Nix. Okay. Nein, nicht mal. Da kam ein Auto, ich bekam Panik, da war Strommasch, zack, mitgenommen. Kann man natürlich machen. Von 80 auf 0 auf 0,2 Sekunden runtergebremst. Ja. Geil. Schnellste Bremse, die es auf der Welt gibt, Alter. Ja. Als 200 Euro wieder helfen für die bisschen Arbeit, sind wir so ein bisschen überteuert, glaube ich. Gehört, oder? Nee. So. Okay, das geht nicht gut. Der würde uns voll keine rammen. Das sehe ich schon voraus. Warte mal kurz. Wäre das nicht schlau, wenn wir das Annaburger verkaufen würden? Hm? Wir hatten das Annaburger jetzt. 24. Warte. Das Garant, das Kotte, hat 30.000. Aber es sieht halt nicht so schön aus, muss man sagen. Man kann die Farbe wechseln. Ja. Kannst nicht abstreiten. Wir können aber auch einfach zwei, das einfach nochmal da. Oh. Bin ich gerade irgendwie rausgetappt. So. Einfach noch ein zweites, das einfach als zweites dazu kaufen. Ist dann halt auch wirklich jetzt Zubringerfass. Das haben wir. Nein, mein Problem liegen. Schade. Also jetzt können wir wieder ran. Ich würde tatsächlich sagen, wenn wir uns noch eins, wenn wir eins kaufen würden, da würde ich tatsächlich sagen, wir behalten beide. Nee, nicht wirklich. Und wenn wir halt noch weniger fahren, weil ansonsten. Aber brauchen wir einen Traktor mehr. Oh. Ja, das ist nicht das Problem. Glaube ich. Ja, da können wir dann den Ding vorspannen. Den Arion. Ja. Aber wie viel kostet denn so ein Unimog? Oder so, oder der JCB hier? 60.000. 65.000 oder? Wenn ihr mit drauf? Ja. Ja, haben wir. Und läuft auch so eine 75? Ja. Aber man muss dazu sagen, unser Kleiner hat halt auch 120 PS. Das darf ich nicht abstreiten. Mhm. Weil das ob beim Helfer schon wieder der Tank lädt. Ja, der braucht irgendwie richtig viel. Ich glaube, der fährt nicht wirklich seine 12 Meter. Ich glaube, der fährt die vom Güllefass ab, die 14. Nein, ich noch 14 sind eigentlich standardmäßig 5 Kilometer. Echt? Okay. Da müsste der Stunde vom Hit. Aber ich habe da vorne einen Feldweg gesehen. Vielleicht kann ich den entlang fahren. Ja, da gibt es tatsächlich einen Feldweg. Oder? Ja. Zwischen 42 und 47. Ja, und ich habe hier vorne eine lahme Ecke. Was passiert, liebe Leute, wenn man ein bisschen zu lange auf die Karte guckt? Nope. Kein Feldweg? Doch. Okay. Einfach mal mitten in den Sojabohnenacker.
Speicherplatz. Kann man machen. So, bin da. Geil. Der Hilfe steht. Relativ weit oben. In der Mitte ungefähr, ja. Kiste. Oh, ganz knappe Sache. Jetzt Licht aufmacht. Ja, gut. Aber die Rundumleuchten laufen noch. Oh! So. Problem. Hm? Ich komm nicht mehr. Der Unimog. Wo steckst du denn? Ich steck neben dem Güllefer von Johnny. So. Wie das? Bin also ein bisschen schnell gegen das Güllefer gedonnert. Ja, man kennt ihn. Mit 500, aber es ist immer wirklich arg verrutscht. So, passt. Drehen wir mal um und fahren wir wieder zurück. Sollen wir schlafen gehen? Hä? Wie meinst du? Oh nein, es kommt dunkel. Schlafen gehen, damit morgen wieder Tag ist. Wir haben noch nicht mal die Felder angesät. Also mit dem... Wie schnell fährt man mit dem überhaupt? Mit was? Mit dem Drupper? Mit dem Flug? Ja. Schon. 14 km/h. Ja, das ist nicht schnell. 13. So, Saatgut ist leer. Das heißt, ab dem Move ohne neue Sohlen. Wenn du magst, kannst du den Helfer mit Ding ansetzen und selber Gülle fahren. Ja, kann ich dann machen, aber ich muss mal hier. Ich sehe halt nichts, wie geht's denn hier raus? Aber wir haben noch ein Stück, genau, ich bin auf dem richtigen Weg. Ah, hier. Alter, das ist wirklich stockduscht auf der Gera. Gemeine Rade. Ich muss da mal die Helligkeit ein bisschen hochdrehen. Sieht ja hier null. Oh ne, da kommen Autos. Schnell raus. Thank you.
Ey, wenn du innen drinnen hockst, in der Traktor siehst du gar nichts. Ja, im Außen sieht auch nicht alles so viel mehr. Bisschen aber. Vielleicht bringt's ja was, wenn ich das Tagfahrlicht noch mehr einschalte. Ich starte gut wieder auf. Okay, wirklich. Ja, natürlich auch. Zack. Sind wir wieder komplett voll. Oder ich kann auch auf Feld 16 den Helfer fahren lassen, weil das Feld ist relativ quadratisch. Dann sind wir wieder auf einem Feld vereint. Ja, können wir auch machen. Echt so. Sag du an, was ich machen soll. Mir eigentlich komplett egal, du kannst entweder einen Helfer hier beim Grün weiterlaufen lassen oder halt beim Tiefenlockern ansetzen. Aber ich würde tatsächlich sagen, Tiefenlockern Helfer ansetzen, weil es einfach lange dauert und aber langweilig wird mit der Zeit oder sehr schnell langweilig wird. Ich habe da kein Problem mit. Ja, dann liegt's an dir. Macht werden. Es ist egal, ob es ich mache oder der Helfer. Ah, nach vorne. Dann eine Lücke im Baum. Oder zwischen den Bäumen. Irgendwo hier haben wir doch auch gehört. Ah, genau hier. Nee. Weiter oben. Ich hab schon gedacht. Ich werde müde, nur weil es Game 8 ist. Zack, an, runter. Also ich bin ehrlich, die Sperren bringen nicht wirklich viel. Okay. Also wenn du auf dem Acker bist und mit Allrad nicht vorankommst, kommst allgemein nicht wirklich voran. Nee. Das einzige, wo Sperren wirklich gut sein können, ist, wenn man jetzt irgendwo aufhockt und die eine Reifen dann noch grippt und der andere halt nicht. Ja, da, ja dann. Der durch der mehr, der wo weniger Kraft braucht. Ja. Wir noch vorgewendet, dann setze ich ihn an. Ja, er braucht halt ein bisschen was, damit er fahren kann. Wieso sind. Egal. Aber wenn ich so auf unseren Ding schaue, es geht. Auf was? Unser Kontostand. Also ja, der Kontostand. Der sieht gut aus. Oh, der Tank ist leer. Ja, haben wir noch was da? Morg ist noch ein bisschen was drinnen. Ja, warte, also. Mach das Feuer leer, bevor du runterfährst. Ja. Du musst den Helfer finden. Ah, Gott. Ah, da hinten ist er. Ah, ich sehe die dann umleuchten. Also. Boah, weißt du, worauf ich mich jetzt richtig gefreut hätte? Ja. Wenn wir jetzt noch siliert hätten. In der Nacht? In der Nacht silieren ist so geil in LF. Ist allgemein geil. So, immer ein bisschen leer. Vielleicht die kleine Kanone, so top.
Da vorne ist irgendwo der Weg. Ah. Nochmal kurz zu den Silo schon, vielleicht ist eins hier schon reif. Ist doch kein Weg? Okay. Das Feld war bei mir der Weg. Ja gut. Geht's zu steil hoch? Ah, da Baum. Geht sie nicht ganz so aus. Feld 34 wäre wieder reif. Ist er noch da? Ja. 34. Unsere Wiese. Also. Soll ich beim 10 gleich weitermachen? Kann ich machen, ja. Nach die Finstorf. Geht immer gar nicht. Finstorf sind immer offen, Alter. Aber doch nicht in der Nacht. Natürlich. Wir sollen in der Nacht die Finstorf so sein. Im Winter, ja, aber nicht im Sommer. Black. Doch natürlich, wenn es Nacht ist. Es ist gerade mal 8:45. Ja. Bei uns hat draußen immer noch 25 Grad, Alter. Ich weiß nicht, wo du aufgehört hast. Ja, da war eine neue Bahn, da muss ich hinfahren. Oder guck halt einfach auf die Karte. Nicht mit, warte. Hier ist Vorgewende. Hier ist noch nicht gesehen. Du hast Vorgewende gemacht. Oder? Ich habe nur die geraden Bahnen da. Muss schon nur runterfahren. Was ist denn jetzt für ein Stau, Alter? Ich hab. Ich schaue es auf die Karte. Hä, sind die irgendwie dumm? Also ich muss komplett neu anfangen. Ja, einmal komplett neu runter. So, ich war sogar zwischendurch, ja. Ja, was geht denn bei den Autofahrern schief? Jetzt fahren sie wieder. Hä? Irgendwas läuft bei dir schief, Alter. Ach, in dem Teil? Nee. Egal. Da wenn wir hier kein GPS hätten, ich hätte schon so hart vorgespult. Das Fass ist voll. Ich merke schon, der Chef, der hat immer Sperren an. Bei Ackerarbeiten. Die habe ich tatsächlich gerade vorhin angemacht. Oder die sind eigentlich schon lange an. Weil er einfach vorhin ja. Als er durchgedreht hat. Jetzt keine Probleme mit Durchschauen oder sowas. Nur beim Anfahren. Rein gar nicht. Ja, in der Fahrt ja auch nicht. Ich bin gerade angefahren.
Bin ich gerade am Umdrehen. Und nee, der hat keine Probleme beim Anfahren. Auf jeden Fall auf der anderen Feldseite hat er auf jeden Fall durchgedreht ein bisschen. Ja, ist dir schon aufgefallen, ich habe dem anderen Auspuff gegeben. Wer hätte mit der Klappe? Ja. Ja, ist auch viel geiler. Ja, finde ich auch. Heu. So. Wir haben den Häcksler nicht repariert, das geht ja mal gar nicht. Nur 2000, Alter. Boah, wieder so knapp vorbei an mir. Wo steht er denn? Ich sehe nicht mal diese Umleuchten. Ah, da vorne. Du hast gerade ernsthaft gedacht, dass ich der Helfer wäre. Flo? Hä? Hast du gerade ernsthaft gedacht, dass ich der Helfer wäre? Wo? Weil du gerade an mich hinfahren bist. Oder einfach nur so auf Bock. Hä? Ich bin an dir vorbeigefahren. An meinem B-Truck. Ja? Ja, du sitzt ja auch drin. Egal. Jetzt wächst Unkraut. Ja, das ist schon lang gewachsen, aber gut. Egal. Wir können auch. Für was haben wir eigentlich den Glas gekauft, wenn wir den Unimox? Keine Ahnung, du wolltest einen kleinen Traktor haben und hast ihn dir gekauft. Ja, weil ich ursprünglich nicht vorhatte, mit dem Unimox zu düngen. Egal. Egal. Ja, mit dem wunderschönen Bild verabschieden wir uns aber auch für die heutige Folge schon wieder, denn wir sind auch fertig. Wie immer, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und ansonsten sehen wir uns zu einer weiteren Folge am Mittwoch hier auf der Gemeinderade. Und bis dahin, Leute, haut rein und ciao, ciao. Ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast.